Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Schöner Wohnen mit Miri. Oh nein, das ist nice. Nicht Schöner Wohnen. Yay, Schöner Wohnen. Das ist Schlimmer Wohnen. Wir wissen, du wohnst auch immer mit Miri. Ja, deswegen ja. Oha. Wir haben übrigens unser Studio fast fertig. Also, naja, zumindest der Boden gelegt, Wand ist gebaut. Und du schämst dich gar nicht? Weswegen? Was für ein Studio wird das denn? Ah ja, ein, wo wir drin aufnehmen können halt. Ach wenn, so, das ist cool, das ist cool. Ich dachte, wir haben halt einen Aufnahmeraum und beziehungsweise Lernzimmer für Miri gebaut. Und da halt, wenn ich aufnehmen will und Miri Ruhe haben will oder andersrum, können wir dann halt uns aus dem Weg gehen, weißt du? Weil sonst sitzen wir ja uns fast gegenüber. Wenn das muss man sich ja vorstellen, Miris Schreibtisch steht einfach schräg an meinem. Und wenn ich dann jedes Mal abends aufnehme und dann raste ich so ein bisschen aus und Miri möchte dabei nebenbei lernen, klappt das meistens nicht so gut. Ja. Verstehe auch gar nicht, woran das liegt, aber bestimmt nicht daran, dass ich schreie. Nein, nein, ich denke nicht. Ja. Nee, ich glaube auch nicht. Katze, ne, wie weit bist du denn hier? Wenn die Sepplinge nachher alle leer sind, ne, dann hau ich dich. Sind alle leer. Ja, sie sind wirklich alle leer. Ja, wir haben oben noch welche draufstehen. Solange die noch draufstehen, ist alles in Ordnung. Ja, gut. Dein ein Wort in Gottes Ohr. Hat der sich wirklich nie selbst versorgt? Das ist echt nervig. Nein, tut der nicht. Das ist ja die Beschissene. Dass der nicht so intelligent ist, einfach selbst automatisch das Zeug sich zu holen. Abgesehen davon ist diese blöde Wasserpumpe ja auch ein bisschen ineffizient. Kriegt man noch eine bessere Fluidpump? Ja. Jetzt sag nicht einen Brunnen. Nein, glaub nicht. Okay. Es gibt ein Reservoir noch theoretisch. Das könnten wir noch nehmen. Aber da müsstest du Darksteel für machen. Und wie schnell kann man da das Wasser abpumpen? Instant? Ich glaube, ein Bucket pro 20 Ticks. Das ist aber schnell genug. Hoffe, ja. Ja gut, Reinforced Obsidian und einen Ender-Resonator. So, ich habe jetzt hier gerade mit der Dia-Kiste, die hier steht, einen Zwischenspeicher gebaut. Das bedeutet, wenn das jetzt alles so funktioniert, wie es eigentlich sollte, müsste das Ding gleich hier rüberkommen. Genau. Die Sachen, die jetzt momentan. Also, Blaudi? Also, ja, ich dachte, ich habe einfach nur eine Schleife dazwischen geschalten. Ja, Gesundheit. Das lerne ich im Kindergarten, wie man eine Schleife macht. Was? Kindergarten gelernt? Ich habe hier nur das Ding hier jetzt als Schleife drin. Dass er das in der Erde hat. Zwei, dass der dann nur die Saplings inserten soll. Und das also, warte, der hat jetzt 1. Der muss aber alles in den outen, das Ding. Das ist nur auch. Insert. Ach, du kannst. Da kommt nachher noch Fertilizer und so dazu. Ach, wir können das umstellen. Extract, Insert. Ah. Extract. Das funktioniert jetzt so, dadurch, dass der die Stufe 2 hat, ist der derjenige, der als erstes von den beiden angesprochen wird. Sicher, dass es so rum funktioniert und nicht mit Stufe von 1 nach 2? Desto höher, desto mehr. Okay, ah ja, ich sehe es gerade, das funktioniert auch. Deswegen, und hier ist einfach nur zwischengespeichert. Bedeutet, wir lassen hier alles importieren und lassen gleichzeitig aber auch alles extrahieren. Bedeutet, alle Saplings, die hier drin sind, die reinkommen, werden zuerst hier aufgefüllt, bis sie ins System kommen. Und ab dem Moment ist uns egal, ob wir sie im System haben oder nicht. Hey, das ist ziemlich cool. Was ist aber jetzt noch mit Fertilizer und Erde? Das machen wir jetzt noch als externer Import. Das ist dann okay übers ME. Das machen wir jetzt übers ME, dafür habe ich dir auch schon hier Truhen gemacht. Bedeutet im Endeffekt, alles, was wir machen müssen dafür, ist das hier. Das ist die Frage, machen wir das da? Das Ding hat ja sowieso den höheren Import, gell? Ja, in and out. Bedeutet im Endeffekt, wenn wir hier die jetzt hinstellen, das ist jetzt nochmal eine andere. Die ist immer, deine Sachen sind übrigens auch teilweise immer mit blau gemacht. Nee, das funktioniert noch nicht, Katze. Ja, natürlich funktioniert das nicht. Nein, mit dem Auffüllen der Sepplinge funktioniert nicht. Wie, das funktioniert nicht? Gerade eben waren da noch 4 von den Dingern drin, funktioniert. Jetzt sind das Ding. Funktioniert schon. Ah, doch, jetzt geht's. Ja, nee, alles gut. Alles gut. Deswegen, er füllt immer zuerst das ab. Ja. Ja, cool. Was für eine... Und was für eine brauchen wir jetzt? Wir brauchen Fertilizer, hast du gesagt? Fertilizer, genau. Der Fertilizer aus Forestry möglichst. Der wird ja aus Sand oder aus Asche hergestellt. Das heißt, wir müssen erst noch die Sticks von den Witches in Asche verwandeln. Nein! Nee, halt, stopp. Ja? Der Fertilizer aus Forestry wird aus Appetite hergestellt. Ja, richtig. Und Appetite ist etwas, was wir unendlich bekommen aus richtig, aber wir brauchen da zusätzlich Sand. Ja, aber Sand kriegen wir nicht unendlich. Doch. Kriegen wir doch. Ja, dann lass uns das so craften, hast recht. Sand kriegen wir sehr wohl unendlich und das werden wir jetzt gleich auch effizient machen irgendwie. Muss nur gerade überlegen. Da musst du aber autocraften lassen, oder? Dass er das selber anfordert, wenn es leer ist.
Kann er das? Ja, ja, das machen wir gleich. Da müssen wir kurz das Crafting für aufbauen, aber das ist kein Problem. Habe ich sogar schon alles im Inventar für. Capacity Card und eine Crafting Card ist im System. Wenn ich mich nicht täusche. Crafting Card, ja, ist drin. Ach so, okay. Nee, ich wollte eigentlich den Kaktus abschießen, aber du bist dann dazwischen gelaufen. Du hast mich nicht mehr getroffen. Das würde ich jetzt auch sagen. Also gut gemacht, Blauli. Also wow, gemacht, dieses Blauli. Zielgenauigkeit ist ja der Wahnsinn. Ist hart, gell? Ja. Die Frage ist halt, sollen wir mit Sand agieren? Ja, oder willst du die Sticks nehmen für Asche? Mir ist es egal, aber... Das Problem ist, die Asche, die er will, ist nicht die Ash, die wir eigentlich haben. Dafür bräuchte ich... Ja, dann lass uns doch Sand nehmen. Dann nehmen wir Sand fertig. Wir müssen dann Sand nehmen. Genau, und jetzt wollte ich... Achso, ich wollte das Reservoir bauen. Genau, da war ich stehen geblieben. So. Dafür brauche ich Iron. Iron. Jetzt die Frage. Sand bekommen wir am effizientesten... Eigentlich aus. Wie kriegt man Coal Dust? Einfach durch einen Pulverizer hauen. Ja, ne? Aber dann habe ich Pulverized Coal, das ist das gleiche. Pulverized Coal? Ja, ja, das ist dasselbe. Das ist im Ore Dictionary ist alles Coal, Dust Coal. Das ist das Wichtige. Okay. Okay, im Pulverizer könnten wir das theoretisch machen lassen. Auf dauerhafter Basis. Da jagen wir Cobblestone durch und dann passt das. Dann haben wir unendlich viel Sand im System. Gut, das machen wir auch so. Ja, dann müssen wir eigentlich nur eine automatische Sandverarbeitung gleich noch bauen. Ja. Wir müssen hier dann halt unten drunter das noch aufstellen mit dem Export-Bus, mit einem Crafting-Kärtchen. Müssten wir eigentlich alles für da haben. Haben wir noch genug Channel dafür? Ja, wir haben noch ganz genau einen Channel frei. Warum haben wir so wenig Channel nur? Nein, ich habe an dem Kabel nur 8 Channel verlegt. Ach so. Deswegen. Das ist extra so klein gehalten, dass das hier vorne eben nicht, damit ich hier nicht komplett ausraste mit dem Ding, weißt du? Ja, bei dir weiß man nie so genau. Wo ist was frei? Da. Und wir wollen heute nur Alloys machen. So, das, das und das. Das sollte jetzt klappen. So, Dax, die Produktion läuft schon mal. Wir wollen ja noch Reservoir. So, dann machen wir eine Capacity Card rein und eine Crafting Card für den Fall, dass es nicht drin ist. Dann brauchen wir hier drin Fertilizer. Den hier, da müssen wir auch gleich ein Rezept noch einspeichern für. Das ist ein Fertilizer soll er exportieren. Katze, was ist denn dieses Sentient Ender? Was ist das für ein Ding? Ach, der will einen Enderman-Kopf, ja, das ist ja easy. Ja, aber wahrscheinlich auch noch irgendwas gesoulbindetes, oder? Ja, erstmal noch nicht. Wir brauchen auch Dirt, das er automatisch reinkriegt, oder? Richtig. Also müssen wir theoretisch den Dirt doch irgendwie ins System zwischenlagern. Solarium und Vibrant Alloy. Wieso haben wir kein... Wie lagern wir denn den Dirt am besten zwischen? Ach, das haben wir gar nicht hier. Wenn wir Festplatten direkt dafür partitionieren, dann würde das schneller gehen mit dem Dirt. Soulsand Gold. Easy peasy, miri squeezy. Was? Nix. Nein. Nicht miri squeezy. Das hört sich nicht gut an. Doch, das ist positiv. Nein. Ich denke schon. Ich denke nicht. Doch, doch. Denke nicht, also bin ich nicht? Ich denke also miri. Ja, das hört sich logisch an. Ja, ich denke auch. Du denkst auch? Deswegen bist du auch Miri. Nein. Ich werde nie freiwillig Miri sein. Bist du denn freiwillig Baloui? Ja, ich bin Baloui. Also bist du ein Psychopath? Nein. Warum nicht? Fies. Warum? Findest du nicht? Nein. Nicht? Nein, du? Hast du es denn überhaupt gesucht, wenn du es nicht findest? Banane. Ich bin Baloui. Nicht reinsingen, wenn ich singe. Ich bin Baloui. Ich bin Baloui. Nennt man das Gesang? Baloui. Das macht er den ganzen Tag. Immer macht er das. Der läuft was denn? Ich mach gar nichts. Ich bin Baloui. Ich bin Baloui. Ich bin Baloui. Das ist nett, das ist ein tolles Lied. Ich bin Baloui. Ich kann auch wieder.
Balui dreht am Rad, dreht am Rad. Das haben wir schon lange nicht mehr gehört. Sehr toll. Ja, das war jetzt frisch. Miri, warum machst du einen Zweierweg? Was? Warum ist das ein Zweierweg? Er ist noch nicht fertig. Unsymmetrisch. Warum? Da muss Weg anfangen. Da muss Mäklige sein. Warum? Ich verbuddel mich jetzt. Jetzt hast du Katze getriggert. Ganz toll, Miri. Auf Wiedersehen. Ja, hast du mir gerade Sand hinterher geworfen? Nee, okay. Mach deinen Weg selber hier. Katze dreht am Rad. Dreh. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was denn? Gut ist, ich bin im Loch. Die schlechte, ich bin überhitzt. I don't care. Im Loch ist schon nicht so weit. So, jetzt habe ich den Ender-Resonator. Wie kriege ich denn da eine Seele rein? Und vor allem, was für eine brauche ich? Ich brauche eine Witch. Nicht mich. Eine Fitch-Soul. Das ist ärgerlich. Kannst du mir nicht eine Witch spawnen? Das ist eine gute Frage. Das wird schwierig. Oder wie kriege ich generell dafür eine Seele? Ja, indem du eine Soul Vial nimmst. Ja. Soul Vial und dann den Mob suchen. Und den muss ich nur anklicken, oder was? Den fängst du ein und dann passt das. Ja, aber wie fange ich den ein? Einfach nur berühren. Mit dem Soul Vial. Rechtsklick mit dem Soul Vial und du hast es eingefangen, das wie ich. Okay, das heißt, wir warten jetzt mal, bis es Nacht ist. Und dann macht mal bitte nicht Tag, weil ich möchte gerne eine Seele fangen. Meine? Ist das richtig? Kann ich auch Miris Seele fangen? Nein, geht leider nicht. Oh, nichts geht. Richtig. Das ist fies. Alles geht, nichts kann. Alles kann, nichts geht. Mit. Ja, wir haben übrigens schon 3400 Dirt, aber damit kommen wir noch nicht aus. Können wir nicht noch irgendwas anderes, was wir in Menge produzieren? Zum Beispiel können wir nicht das Holz, was wir hier verarbeiten, auch in Yu-Yu-Meta verwandeln, um wir noch mehr... Wir können nichts in Yu-Yu-Meta verwandeln. Oh Mann, Yu-Yu-Meta erzeugen wir nur durch Strom. Ja, gut. Können wir dann nicht das hier einfach nehmen und das Holz auch in Biomasse verwandeln? Das Holz in Biomasse verwandeln, wüsste nicht, dass das geht. Ist auch biologisch. Ja, ich wüsste aber nicht, dass das funktioniert. Ja, das wäre mir neu. So, was passiert jetzt gerade hier? Da ist jetzt lauter Erde drin. So, du hast es jetzt auch noch angeschlossen einfach an Extract. Ja, ja, wir müssen aber gerade so hinkommen, dass wir da erstmal einmal komplett auffüllen. Weil wir sonst das Problem haben, wenn wir nicht einfach auffüllen, wir sonst hier nachher Unordnung in der Truhe haben und das Zeug dann eben verstopfen kann. Aua! Das hat mich erschreckt. Das war ich. Ja, ich habe mich trotzdem erschreckt. Nicht das du, heißt, aber schön, dass du Aua für mich sagst. Das ist machst du jetzt Fertilizer-Autoproduktion oder was? Die werden schon auto-gecraftet. Ah, okay. So, und Dirt ist jetzt voll. Das heißt, du hast die Slots einfach so belegt, dass die sich nicht verändern können, oder was? Ja, die müssen wir jetzt gerade so belegen, dass die einmal voll sind. Jetzt sind sie gleich voll, jetzt müsste die Truhe gerade volllaufen, was das angeht. Ja, und der Fertilizer ist immer noch aus irgendeinem Grund... Ach, verdammt. Okay, wir brauchen einen Filter. Geht die Erde und der Fertilizer einfach wieder ins ME rein. Ja, und die werden gerade wieder reimportiert. Insert, Blacklist. Eine Schleife. Das da und das da. Ein bisschen lustig ist das ja schon. Das da und wo ist der Fertilizer? Da ist der Fertilizer. So, jetzt kommen sie nicht mehr raus. Und Fertilizer rein. So, okay. Sehr schön. Aber es füllt da irgendwas irgendwie... Die Erde geht immer noch sehr schnell leer, obwohl das eigentlich nicht passieren dürfte gerade. Ja, weil er gerade oben wieder neu nachpflanzt. Nee. Never ever. Der Filter funktioniert nicht. Wie, der Filter funktioniert nicht? Der Filter funktioniert nicht. Nee, tut aber nicht. Wo sonst? Landet das in der... Ja, hier, das landet in der Dia-Chest. Soll es da landen? Ich glaube nicht. Müssen wir da auch einen Blacklist-Filter reinnehmen. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass das Ding das auch sammelt. Ja gut, klar. Insert, das da, Blacklist. Klopf. Wer ist da? Ich bin Balui. Cool. Jetzt müsste das Ding einfach nur noch durchlaufen. Ja, so gefällt mir das besser. Ja, super, Katze, hast du gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. So. Dankeschön.
Aber das ist jetzt noch mit ein, zwei Fehlern verbunden, die wir haben. Was denn noch? Die wir noch ausgleichen müssen. Wir müssen jetzt immer noch die Sachen, also das ist jetzt momentan einfach nur da. Wir müssen jetzt trotzdem gucken, dass wir wenigstens partiziell ein wenig was an Dirt einlagern. Ja, aber das tut er doch mit dem überschüssigen, oder nicht? Es ist Nacht. Nee, wir haben keinen überschüssigen Dirt. Allen Dirt, den wir momentan produzieren. Ja, Moment, aber das ist ja egal. Ich verbrauche dir hier jetzt nicht allen Dirt, oder doch? Oh, ist Nacht. Super, danke schön. Ja, das Problem an der Geschichte ist, wir haben kaum Dirt im System. Ja. Der Dirt, den wir haben, der ist nicht im System. Und bedeutet, sobald der ausgeht und im System kein Dirt mehr ist, also die 5800 im System... Ja, aber der braucht ja, das Ding braucht ja nicht viel Dirt. Das braucht ja nur ab und zu mal einen Dirt. Ja, aber wie viel Dirt verbraucht das Ding denn auf 5 Tage zum Beispiel? Nicht viel. Die Sache ist, ich würde an deiner Stelle es eher so machen, dass vielleicht die Äpfel, die das Ding produziert, in Dirt verwandelt werden. Aber wir haben auch noch Apples. Mhm. Die werden auch höher? Müsste. Oh ja. Die kannst du ja irgendwie irgendwas nice verwursten. Die können wir theoretisch auch exportieren an in Dirt verwandeln, indem wir den auch durch einen Macerator jagen. Das ja, Zeug. Wenn du willst. Ich gehe mal eben eine Hexe suchen. Wo bist du? Obwohl, ich nein, können wir nicht. Gucken. Können wir nicht. Ist das schon eine Hexe? Nein. Hier sind kaum kommt man außerhalb der Range des cool. der Magnum Dodge, ist die ganze Wüste voll Monster, Alter. Alle beschießen dich mit Pfeilen. Kannst du Linksklick oder Rechtsklick auf so eine Hexe? Hast du eine gefunden? Rechtsklick. Nee, noch nicht. Ich suche noch. Rechtsklick am besten. Hier ist überhaupt nichts mehr. Ja, hier ist ohne Ende Spawn-Zeugs. Wenn du eine Hexe siehst, dann Bescheid. Ja, ich suche schon. Hallo Chickens. Guten Tag. Oh, ich hatte schon mein Jetpack verloren. Hier sind zwei, Warte mal. Komm, ich glaube nicht, wir brauchen gar keine bessere Pumpe für dich. Aber jetzt habe ich sie gleich fertig. Hier ist eine Hexe. Ja, danke schön. Wie, dann ist sie gleich fertig. Hab sie. Schnell wieder weg. Ich bin mir fast sicher, wir brauchen keine bessere. Du hast immer noch die schlechteren Fluid-Conduits dran. Ach, wenn wir die stärkeren, dass die Pumpe schnell genug ist? Die Pumpe ist wahrscheinlich schnell genug. Die Fluid-Conduits sind wahrscheinlich noch nicht schnell genug. Ach so, ja, das habe ich natürlich noch nicht ausprobiert. Ding, wie viel zurück. Verbraucht das Ding denn? Wie viel Water? Ja, schon ganz ordentlich beim Nachpflanzen. Allerdings, ja, das ist immer nur so krass, wenn es halt leer gegangen ist. Aber wenn das jetzt eh dauerhaft ist, könnte es sein, dass es reicht. Jetzt habe ich dir trotzdem ein Reservoir gebaut. Was machen wir denn damit? Können wir trotzdem andere Sachen mit automatisieren. Warte, ich will mal gucken, wie das jetzt hier aussieht mit dem Wasser. Ja, wir müssen halt irgendwie provozieren. Das ist sofort wieder voll hier, wenn du es reinguckst. Da ja, das Problem war vorhin nur leer, weil es halt so schnell... Ja, doch. Hast jetzt den Fluid schon geändert? Ja, das ist schon geändert, ja. Einfach nur die anderen Kabel, das sind die alten. Dann passt die ganze Geschichte da nämlich auch. Ja gut, ne, dann ist das schon schnell genug. Das sieht so aus. Nicer, da ist er. Husten. Aber ich habe extra alles für ein Reservoir gebaut. Das ist auch gut. Wir brauchen bestimmt irgendwann das Reservoir noch zusätzlich. Ich würde aber sagen, wir beenden die heutige Folge hier, oder nicht? Ja. Können wir gerne tun, ja. Wenn ja, dann guckt unbedingt bei Badouille und oder Katze vorbei. Und lasst gerne eine positive Bewertung da. Und ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön feurig. Und tschüss. Tschüss. Warte, ich muss schnell das Reservoir bauen. Yay, Reservoir ist fertig. Tschüss.